Die Formations- und Einführungsrunde ist bereits beendet und wir dürfen jetzt schon auf das Startprozedere schauen. Die Ampeln sind geschaltet, Nummer 4 leuchtet auf, Ampel ist ausgeschaltet, der Start ist freigegeben. Kimlo schrammt plötzlich der Spitzenreiter. Und im hinteren Bereich, da kommen sie dann doch aneinander. Oh, 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 das gibt es Safety-Car-Phase mindestens. Das Feld kommt jetzt auf und in die Red Bull Mobile Kurve. Dann geht es wieder auf die Strecke zurück. Jan Schiller und Nico Menzel. Und Joel Eriksson, das ist Ralf Boschung, der da gerade so in der Mitte klemmt. Schwarzes Fahrzeug zwischen zwei Orangen. Da müsste Günther derjenige sein, der uns jetzt ins Bild auf der linken Seite entgegenkommt, während die beiden Neuhauser Racing-Piloten dann einträchtig um den nächsten Platz kämpfen. Tim Zimmermann gegen Mikkel Jensen. Jensen hat die Nase vorn, der Däne. Safety Car in die Box hineingekommen ist. Eigentlich ist die Trümpfe auf seiner Seite in der Hand, aber das war bei weitem nicht der Fall. Maxi Günther gegen den Tabellenführer. Hat der Günther ein Problem? Der lässt ihn ja mal eben ganz locker da passieren. Maxi Günther hat einfach mal kurzerhand Danke gesagt, weil er da gerade zufällig mit im Dunstkreis war. Boschung ist jedenfalls zwei Plätze zurück. Jensen übernimmt möglicherweise jetzt den dritten Rang. Gerät damit Fabian Schiller aneinander. Schiller muss sich des Angriffs erwehren von Marvin Dienst und nimmt sich bei der Gelegenheit dann das Recht heraus. Also Jensens Übernahme des zweiten Platzes ist ihm offensichtlich nicht so gut geglückt wie gedacht. Sieger. Joel Eriksson auf die Start- und Zielgerade einbiegend. Das Team Lotus holt sich mit dem Schweden Joel Eriksson diesen Sieg im Abschlussrennen des Tages. Mikkel Jensen wird Zweiter vor Ralf Boschung. Dann kommen Maxi Günther und Tim Zimmermann auf den Plätzen 4 und 5.